Wir haben in Deutschland leider eine Tradition, zu wenig zu wissen über die Religion des Islam, über den Islamismus, über seine Wurzeln und über die Ausprägungen, die es global gibt und die sich lokal auch auswirken. Dabei stehen wir den Gefahren eines transnationalen Extremismus gegenüber. Der Islamismus stellt die freiheitliche, liberale Lebensweise im Gesamten in Frage. Islamismus ist die Forderung nach einem islamischen Staat auf der Grundlage einer islamistischen Interpretation, einer sehr puristischen Interpretation des islamischen Rechts. Most Muslims don't identify as Islamists in the Middle East. They might have sympathies to certain Islamist ideas, but most people are ordinary and are not particularly ideological. When we're talking about Islamism, we're talking about a particular political ideology. Participation in society. They work at all levels, from the very, very local level to, of course, the highest level of government. They try to, somebody would give it a negative connotation and say infiltrate the system, or I would say work within the system and influence the system. So do they believe in democracy genuinely or not? Hamas as an Islamic group had been organizing in the territory with charities, with services for poor people. So they had a grassroots consensus before the elections of 2005. Hizb ut-Tahrir are different, they're revolutionaries. Because these people reject democracy and democratic participation. They reject human rights. They reject any type of integration in wider society. So it's very regressive for communities. They started as Salafist jihadism, but then they developed their own different brand of Salafism, and apparently it is much more violent, much more connected to international jihadi organizations like ISIS and Al-Qaida. Al-Qaida vertritt den Gedanken, dass Veränderung im Sinne von Islamisten nicht durch die Beteiligung an Parlamenten oder durch die Integration in politische Prozesse stattfindet, sondern ausschließlich durch den Einsatz von Waffengewalt. Und versucht in diesem Sinne eine Strategie zu formulieren, die entweder lokal oder global ausgerichtet sein kann. Ich halte Miligörisch nicht für in irgendeiner Form eine terroristische Gefahr. Ich bin auch nicht unbedingt dafür, Organisationen, die potenziell demokratiedistante Positionen vertreten, alle mit dem Verfassungsschutz zu überwachen. Ich bin eher für einen liberaleren Zugang diesbezüglich und dafür, dass man wirklich nur Organisationen überwacht, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen. Und das ist militärisch meines Erachtens nicht. Where is the problem in insisting on looking closer at the way these children are being taught by organizations like the Muslim Brotherhood and the Miligurus? Where is the problem in insisting on transparency? Religion will, as it always has, play a massive role in society and politics. The real question is, will it be allowed to form the basis of political parties? I accept Islamists, but the trouble is, do they accept me? For example, I'm an atheist. In Europe, we have checks and balances to protect minorities, but without that in place, people like me will have to put up or shut up. You cannot, as a factual matter, have democracy in the Middle East without Islamist parties playing a significant role. Democracy isn't about making the right choice. Democracy is about the right to make the wrong choice. The state system in Europe emerged in 1648, the Peace of Westphalia. It took Europe 300 years, culminating in the greatest crime in world history. Why do we treat Europe differently? Why do we treat the Middle East differently than we treat Europe itself? The Middle East is traveling a similar, bloodily tragic story, tragic journey. I'm a historian, so you must be very patient because historical processes take a lot of time. Of course, everyone would like to have a magical formula with which we would solve all of our problems with regard to radicalism, etc. But that's not the case. Die Kritikunfähigkeit der Extremisten merkst du allein daran, dass sie darauf bestehen, dass im Paradies alles Jungfrauen sind. Jetzt mal unter uns.
Wer will denn Jungfrauen? Ich will Profis. We need to get our hands dirty. We can't just create these nice little videos, put them online, and hopefully the right people will see them and they'll change their mind. You need to actually reach out to the people who are the most vulnerable and have a real interpersonal contact with them. Overall, we're looking at a problem of urban areas and problems of investment and young men having a sense of a role in society that has otherwise been denied to them, or they are perceiving it in those terms. So we need to kind of harmonize society much more and introduce equality and the practices around cohesion much more openly than we have been. Mütter müssen quasi an die Front der Veränderung. Sie haben den Zugang zur Jugend. Sie sind die erste Schule im Leben der Kinder. Also Empowerment von Müttern ist eigentlich eine ganz große, breit angelegte Offensive. And regardless of how focused a program may be, it's also very important that engagements are consistent and frequent. There's no sense in having sort of a seminar-style session once a week. Positive interactions need to occur on a daily basis to build trust and potentially alter outlooks. Everybody thinks differently, and it's okay, it's fine. We always have to keep trying to understand each other. Auch wenn mir prinzipiell der Begriff Islamismus nicht gefällt, da er für mich als praktizierende Muslimin impliziert, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich als Muslimin vielleicht eine potenzielle Gefahr darstelle. Nichtsdestotrotz stehe ich immer für Austausch, für Dialog, und deshalb bin ich auch froh, dass ich hier auf dieser Konferenz bin. Was ich mitnehme, ist, dass es sehr komplex war. Das war ein wahnsinnig diverses Feld an Meinungen und Perspektiven. Und was ich besonders interessant finde, ist zu sehen, wie man teilweise uneinig ist über das, worüber man spricht. Also eine sehr große Meinungsvielfalt hier. Ganz besonders war für mich einfach, dass viele Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern dabei waren, die ihr Input auch global, lokal zusammengefasst haben, sodass wir von den anderen lernen können, was wir in der Präventionsarbeit besser machen können. Ein Highlight der Veranstaltung ist der Gedanke, wie können wir es einfach auf die Beine stellen, Leute aus der Zivilgesellschaft, Leute, die wirklich in der Praxis unterwegs sind, mit Theoretikern aus den Universitäten irgendwie in Diskussion zu bringen. Und wie können wir auch so tolle Konzepte aus der akademischen Welt praktisch umsetzen? Und darüber werde ich sehr viel nachdenken, auf jeden Fall.